Hallo und herzlich willkommen zu Rudolf Plays. Das letzte Mal habe ich euch ja gezeigt, wie man Units verdient, und zwar mit den Larveneiern oder mit dem Larvenkerneiern, mit den Kreatureneiern. Heute machen wir das mal für Fortgeschrittene, und zwar brauchen wir dafür entweder eine mittlere oder eine große Raffinerie. Und zwar stecken wir hier jetzt mal 100 Indium und 100 chromatisches Metall rein, ne? Das ergibt dann 400 Indium. Lass mal das mal laufen. So. Hm? Hoppala, da sieht man ja gar nichts. Jetzt vielleicht. Da müssen wir also warten. Hm? Jetzt haben wir 400 Indium. Gut, merken wir uns. Wir hatten vorher am Anfang 100 Indium und 100 chromatisches Metall. Jetzt mache ich hier mal die Hälfte davon hin. 100 soll dann 400 chromatisches Metall ergehen. Man startet also mal an. Aus 200 Indium, also aus 100 Indium und 100 chromatischem Metall, ist jetzt 200 Indium und 400 chromatisches Metall. Okay, denkt man sich, ja gut, das ist jetzt mehr. So, jetzt geh mal hin. Mal wieder 100 Indium hier hin und 100 chromatisches Metall, ne? So. Und gehen dann in die zweite Raffinerie, stecken da nochmal 100 Indium drin und 100 chromatisches Metall. Und starten die auch. Und warten einfach mal brav ab. Hätte hochgehen. So, jetzt ist da wieder 400 Indium rausgehen. Okay, ja, gut, 400 Indium, wunderbar. Da wird dann auch 400 Indium draus. Ey, ganz tolle Sache. So, jetzt denkt sich jeder, ja, was bringt mir das jetzt? Jetzt sind aus den 100 Indium und den 100 chromatischen Metall 800 Indium und 200 chromatisches Metall gehen. So, jetzt mache ich noch ein bisschen. Ah, so hier. Dann muss man hier nochmal. Wie viel wollen wir dann? So, jetzt mache ich noch ein bisschen chromatisches Metall dabei. Upsala. Wie viel haben wir dann jetzt? 400 zu 700, so, machen wir noch 100 dabei. Das müsste dann, eigentlich will ich 600 zu 600 an. Gucken wir mal. Jawohl, jetzt haben wir 600 Indium, 600 chromatisches Metall. Okay, wunderbar. Es gibt, ja, dann mal auf dahin sie gehen, also. Gehen wir hin, dann stecken wir das mal da rein. 600 Indium, 600 chromatisches Metall. Und das ergibt uns 1023 Indium.
Das kann man auch mit anderen Sachen machen. Das geht auch mit Cadmium, das geht so mit MRL. Mit aktiviertem Indium und aktiviertem MRL geht's nicht. Und aktiviertes Cadmium und Kupfer geht auch nicht. Soweit ich das weiß. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ja, Indium ist halt da am meisten, wenn man hier mal sieht, Cadmium, 280.000. Ah, der 1000er-Stick muss man gucken. Moment. 949, 696 und 450.000. Also mit Indium fährt man hier am besten oder ist er am effizientesten. Aber wie gesagt, das Problem ist halt, man braucht eine mittlere oder eine große Raffinerie, weil sonst kann man nicht in den anderen Input was drin tun. So, gut. Haben wir jetzt Grits. Machen wir einen Exo-Anzug, machen wir einen Exo-Anzug, machen wir auch einen Exo-Anzug. Jetzt haben wir aus den 100 chromatischen Metall und den 100 Indium schon 1368 Indium und 344 chromatisches Metall gemacht. Und haben sozusagen den Wert verzehnfacht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir aufgeholt haben, aber lang war es nicht. Und so kann man doch die ein oder anderen Units verdienen. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen. Und ja, lasst mal ein Like da, lasst mal ein Abo da. Ich freue mich fürs Zusehen, oder ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Rudolf.